Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frag Mingers. Mein Name ist Markus Mingers und die Irene aus Aachen hat wohl zu Hause einen Einbruch und jetzt Ärger mit ihrer Versicherung, die mit dem Einwand kommt, sie habe ihre Haustür nicht zweimal abgeschlossen. Und Irene fragt jetzt grundsätzlich, muss ich meine Haustür bei Verlassen immer zweimal abschließen? Liebe Irene, ich gebe jetzt die klassische Juristenantwort, es kommt drauf an. Denn zum einen ist es immer grundsätzlich so, dass die Versicherungen versuchen, den Versicherungsnehmern grobe Fahrlässigkeit nachzuweisen. Und bei grober Fahrlässigkeit greift der Versicherungsschutz nicht oder nur eingeschränkt. Und da kommt es zunächst einmal darauf an, wie lange du weg warst. Wenn du also nur mal eben zum Nachbarn bist oder mal eben einkaufen bist, dann reicht es, wenn du die Tür nur zuziehst. Bist du aber so eine Entscheidung des Landgerichts Kassel länger als 2 Stunden weg, dann kann man von dir erwarten, dass du die Tür auch abschließt. Ob jetzt ein- oder zweimal mag dahingestellt sein, jedenfalls musst du die Tür abschließen. Also zunächst einmal entscheiden, wie lange bin ich weg. Das zweite ist, das nennen die Juristen Kausalität. Das heißt, hat der Einbruch mit dem Abschließen der Tür zu tun? Wenn die Diebe also durch die Tür gekommen sind, dann sehr wohl, dann kann dir gegebenenfalls das Nicht-Abschließen als grobe Fahrlässigkeit, wenn du länger weg warst, ausgelegt werden. Sind die aber durch die Terrasse gekommen oder sind die durch ein Fenster gekommen, dann hat das Nicht-Abschließen damit nichts zu tun. Also hier muss man so ein bisschen aufpassen, ein bisschen tricky sein, dann kann man dem aber auch ganz klar entgegnen. Ein weiterer Tipp ist, es gibt verschiedene Hausratversicherungen und es gibt jetzt einige Hausratversicherungen, die diesen Einwand der groben Fahrlässigkeit ausschließen. Das heißt, dann müssen die auf jeden Fall zahlen, egal wie oft du abgeschlossen hast. Also hier kann ich nur den Tipp geben, auf Nummer sicher zu gehen, lieber immer abschließen, lieber mehrfach abschließen, auch wenn natürlich, wenn da wirklich Einbrecher-Profis kommen, die lachen sich darüber kaputt, ob jetzt abgeschlossen ist oder nicht. Aber das ist dann eher eine versicherungsrechtliche Frage. Also ich würde lieber einmal mehr abschließen und immer abschließen, mir das zur Gewohnheit machen, dann gehst du da auf jeden Fall auf Nummer sicher. Liebe Irene, ich hoffe, ich konnte dir hier weiterhelfen. Im Kampf gegen die Versicherung ist ja für uns der Alltag. Die versuchen auch mit allen Mitteln, sich da vor ihrer Leistung zu drücken und da immer hart am Ball bleiben und auf jeden Fall immer versuchen zu entgegnen. Ihr Lieben, wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben, abonniert unseren Channel, schaut mal bei uns auf Facebook vorbei, da geben wir auch regelmäßig gute Tipps. Wir sehen uns vor Gericht.